Beim langfristigen Vermögensaufbau zielt vieles darauf ab, im fortgeschrittenen Alter nach Austritt aus der Erwerbstätigkeit die eigene finanzielle Situation mindestens zu halten oder gar zu verbessern. Vielleicht geht es auch manchen darum, früher die Anzahl der Arbeitsstunden zu reduzieren oder früher aus der Erwerbstätigkeit komplett auszuscheiden. In diesem Video schauen wir, wie sich der Zeitpunkt des Renteneintritts positiv bzw. negativ auf deine staatliche Rente auswirkt. Während man bei verkürzter Arbeitszeit die Abschläge oft präsent hat, übersieht man immer wieder die Boni, die bei verlängerter Arbeitszeit möglich sind. Hier also das komplette Bild. Bei der deutschen Rentenversicherung ist klar, je mehr Beitragsjahre und je höher die beitragsverpflichtenden Verdienste sind, desto höher wird später die gesetzliche Rente sein. Wenn man als Arbeitnehmer in die Rentenversicherung einzahlt, dann ermittelt sich die Anwartschaft aus dem Verhältnis der individuellen jährlichen Beitragszahlungen zu denen eines Durchschnittsverdieners. Arbeitnehmer mit überdurchschnittlichen Verdiensten erwerben proportional mehr Punkte. Jedes Jahr erwirbst du mehr Entgeltpunkte. Diese sind aber durch die Beitragsbemessungsgrenzen gedeckelt, die derzeit bei 87.600 Euro im Jahr im Westen und 85.200 Euro im Jahr im Osten liegt. Wie viel am Ende ein Entgeltpunkt wert ist, hängt von den Beitragseinnahmen der Rentenversicherung und Steuerzuschüssen zum Zeitpunkt des Rentenbezugs ab. Du weißt, dass du nicht ganz frei über den Zeitpunkt deines Renteneintritts entscheiden kannst. Gesetzlich wird die Regelaltersgrenze bestimmt und wann eine Altersrente erstmals abschlagsfrei bezogen werden kann. Wir fanden eine Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Den Originalbericht verlinken wir dir unter dem Video. Und in der Studie gibt es Fallbeispiele, die wir dir vorstellen wollen. Wenn du beispielsweise 1961 geboren wurdest, liegt die Regelaltersgrenze für dich bei 66,5 Jahren. Also kannst du erst ab dem 1. Juli 27 ohne Abschläge in die Rente gehen. Keine Regel ohne Ausnahmen. Und hier ist die Ausnahme für die, die mehr als 45 Versicherungsjahre haben und dann 2 Jahre eher abschlagsfrei in Rente gehen können. Wenn du eher in Rente gehst, wird die Belastung der Rentenkasse reduziert, indem du dann Abschläge von 3,6% auf deine Rentenzahlungen pro Jahr vorgezogenem Rentenbezug in Kauf nehmen musst. Umgekehrt gibt es aber auch Boni. Für jedes Jahr, dass du die Rente erst nach Überschreiten der Regelaltersgrenze beantragst, wird deine gesamte Anwartschaft pro Jahr späteren Bezugs um 6% aufgestockt. Du erkennst den großen Effekt, den die Entscheidungen zum Renteneintritt haben kann. Das möchten wir dir anhand einer Tabelle mit Fallbeispielen zeigen, die auf Rechnungen des Instituts der Deutschen Wirtschaft beruhen. In der ersten Spalte siehst du das Jahr des erstmaligen Rentenbezugs. In der zweiten Spalte siehst du das Alter des potenziellen Rentenbeziehers. In der dritten Spalte folgt die Differenzierung nach Beitragsjahren. Und dann siehst du in der vierten Spalte den prozentualen Abschlag oder Bonus, der bei einem vorzeitigen Rentenbezug oder einem späteren Rentenbezug zu beachten ist. In der nächsten Spalte siehst du dann die potenzielle absolute Rentenzahlung für einen Rentenversicherten mit jährlich durchschnittlichen Verdiensten. In der nächsten Spalte wird dann gezeigt, wie viele Jahre man Rente bezieht, wenn man 85 Jahre alt wird. In der letzten Spalte sieht man, wie viel Rente man unter den getroffenen Annahmen absolut beziehen würde. Beantragt man 2 Jahre später die Rente, bekommt man unter den getroffenen Annahmen etwa 18.500 Euro mehr Rente. In der Rechnung sind Rentenanpassungen einbezogen. Das Ergebnis ist beachtlich, denn der Effekt einer verkürzten Bezugsdauer wird durch die Steigerung der Monatsrente überkompensiert. Nicht immer hat man die Wahl, länger zu arbeiten. Vielleicht verliert man vorher das Anstellungsverhältnis. Vielleicht spielt die Gesundheit nicht mit. Oder vielleicht verschieben sich irgendwann die Prioritäten und man möchte lieber die Zeit mit seiner Familie verbringen oder den Hobbys widmen. Wenn man aber die Wahl hat, länger zu arbeiten, sollte man die Anreize der Rentenversicherung im Blick behalten. Schließlich kann der spätere Renteneintritt auch weitere positive Effekte haben. Vermutlich musst du auf Spareinlagen erst später zurückgreifen, die du also noch länger investiert halten kannst, so dass sie unter Nutzung des Zinseszinseffektes weiter wachsen. Ein späterer Renteneintritt kann aber auch positive soziale Auswirkungen auf dich haben, wenn du länger in deinem sozialen Arbeitsnetzwerk bleibst und dich gebraucht fühlst. Auf jeden Fall ist es gut für dich, wenn du die Wahl zwischen verschiedenen Alternativen hast und die finanziellen Auswirkungen abwägen kannst. Bei deiner Entscheidungsfindung wünschen wir dir alles Gute, dein Optionswelten-Team.